So, herzlich willkommen zurück zu mein Test. Ja, neue Woche, neues Glück. Ich würde mal sagen, wir bauen noch mal unsere letzten drei Geräte da fertig. Und dann gehen wir mal wieder in die Mine. Einfach mal in die Höhle gehen. Mal wieder eine richtig schöne Höhlentour. Einfach mal Scheiße kloppen. Denn wir brauchen Material. Und zwar nicht gerade wenig. Gerade Eisen haben wir eine Menge verschwendet. Da haben wir mittlerweile fast die Hälfte von dem, was wir hatten, aufgebraucht. Wir hatten, weiß nicht, fast 1000 Stahl. Ja, aber MV-Geräte sind halt scheiße teuer. Vor allem Batterien waren halt scheiße teuer. Ja. Und dementsprechend werden wir uns also mal dann auf die Suche machen. Wie gesagt, wir gehen mal einfach mal in die tiefste Mine, die wir kennen, die wir haben. Und dann gucken wir mal. So, der macht. Und wir waren gerade auf der Suche nach diesen weißen Dingern. Nach den restlichen 36. Weil wir hatten ja 80 von den Dingern. Wo sind die abgeblieben? Wurden die jetzt wieder durch irgendeinen Bug einfach verschleudert oder? Nein, weg da. Sind die? Sag mal. Ich glaube echt, die sind weg. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich muss zugeben, ich weiß nicht zum Beispiel, was passiert, wenn wir jetzt, ne, wenn wir jetzt irgendwas mit Spulen haben und hier die Spulen reinpacken und dann bekommen wir also wenn hier jetzt diese Spulen drin sind, da, und wir jetzt hier anklicken, dann landen ja die vollen Spulen, werden jetzt quasi verbraucht und die leeren Spulen landen dann hier unten. Jetzt weiß ich aber nicht, was passiert, wenn währenddessen hier unten das gesamte Ding dabei schon voll ist. Ob die dann zum Beispiel einfach verschwinden. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass wir immer gucken, dass das Inventar Platz hat. Kann also durchaus sein, dass wir mal unachtsam waren und ja, dass hier voll war und ich dann einfach ein paar verschwendet habe, weil die dissipiert sind. Ist natürlich Katastrophe. Ist richtig Katastrophe. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen, dass die weg sind. Ich meine, irgendwo reingepackt haben wir die garantiert nicht aus Versehen. Das macht er also hier in die Geräte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, dann ist es halt so, ne? Ich meine, die Dinger werden also sowieso aus Plastik gemacht, glaube ich. Da können wir also zur Not noch ein paar machen. Ist das Plastik? Nein, ist Papier. Das ist Plastik. Dann machen wir es einfach mal. 36. Ach Scheiße. So. Perfekt. Ja, komm, die restlichen nehmen wir mal auf. Man weiß ja nie. Wobei, wir haben auch noch ganz schön viel Plastik. Ich glaube, da mache ich mal doch noch 18 Stück. Dann haben wir ein 98er Stack von den Dingern. Was mache ich hier gerade? So, 18 Stück brauchen wir noch. Tada! Schon haben wir ganzen 98er Stack. Gut. Easy. Okay, jetzt kommt nämlich. Jetzt brauchen wir nämlich hier Kupfer. Kupfer und die Spulen. Und das brauchen wir. Wir wollen 10 Trafos machen. Das heißt, wir brauchen 40 mal diese Dinger. Ungefähr so hier. War das richtig? Musste. So, achso, das fertige Eisen haben wir auch schon zurück. Sehr schön. So, jetzt kommt diese Spulen. Spulen auf Copper. Nein. Wir wollen die Trafos machen. Alles ist hier so schön weit vorne, aber die eigentlichen Spulen, die sind dann wieder, ne, irgendwo in der Wada.
Okay, alles. So, genau. Hä? Gott, wird das teuer. Egal, reicht das mal aus. Dann machen wir jetzt erstmal nur 5 Trafos. Stimmt, wir brauchen ja hiervon noch mehr. Alter, warum ist das alles so teuer? Das ist traurig. Das ist sehr traumatisierend. Nee, wir brauchen einen Mittelspannungstransformator. Das ist Hochspannung. Mittelspannung. Da brauchen wir wieder genau das Zeug. Das Zeug. Gut, haben wir alles. Außer die blauen Adern. Die holen wir schnell. Und dann geht's ab. Danke. Und danke. Los geht's. 5 Stück, immerhin. So. Jetzt kommt, jetzt brauchen wir was? Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Gummi. Also, das ist jetzt irgendwie eine. Ach so, wir hatten noch eins. Ah. Nein. Das da. Wisst ihr, wir können noch mal übrigens nach unseren neuen Bäumen zugucken, ob die mittlerweile gewachsen sind. Ach so, halt. Wir werden ja hier doch Gummi bereit gemacht. Wir hatten ja hier irgendwie Gummi reingepackt. Ja, guck mal an. Und das muss ich jetzt extrahieren. Nein, für den Gyrosofen. Wo ist der Extraktor? Da. Das Gerät, das so schon langsam arbeitet. Vielleicht sollten wir gerade von dem mal ein MV-Gerät bauen und hoffen, dass der dann schneller ist. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue wirklich erstmal die Wand hier ab und nehme die Geräte als Quelle. Ich glaube, das geht so tatsächlich, macht so mehr Sinn, vor allen Dingen auch. Weil ganz ehrlich, wenn wir die Geräte sowieso dann später als MV haben, dann brauchen wir doch auch als LV-Geräte gar nicht mehr. Das heißt, ne, zu wissen ist erstmal hier die beiden und den haben wir bereits. Ah ne, halt, den haben wir. Also hiervon einen, davon einen, davon einen, davon einen. Die packen wir mal schon rüber. Und dann sieht das Ganze gut aus. Ja. Dann bauen wir die auch gleich mal aus. Gierungsofen. Kompressor. Dich. Und du bist noch in Arbeit. So, da brauchen wir noch irgendwie Kohle, ne? Kann das sein? Hier scheint man zu suchen hier. So, nein, das war doch richtig. So. Ja, Kohle Staub. Sprinten geht auch schon wieder nicht. Kohle Staub geht langsam auch zur Neige. Ich weiß, wir haben noch massig Kohle, ja, aber trotzdem immer wieder bemerkenswert, wie schnell unsere Vorräte einfach aufgebraucht werden. Ach, siehst du, diese Kacke-Leuer brauchen wir auch noch mal. Nee. So. Da müssen wir nämlich jetzt den Scheiß, der hier rauskommt, reinpacken. Starte ich dich auch schon mal. Aber wie wir sehen, ja, unsere Batterien, die gehen ganz schön schnell zur Neige. Gut, dann schalte ich. Aber ich kann den gar nicht mehr abschalten. Ups.
Apropos, wir wollten noch eine Tür bauen. Haben wir irgendwo eine Tür rumzuliegen oder muss ich jetzt vielleicht eine neue bauen? Nee, wir haben noch eine. Sehr schön. Dann haben wir das Thema auch endlich mal abgeschlossen hier. So, und du, mein Lieber, mach mal Sendepause. Eigentlich könnte ich den Trafo auch hier vorne mit hinpacken, dass man den auch von hier vorne irgendwie sieht. Macht das Sinn? Vor allem kriege ich den auch so hingebaut, weil ich müsste ja so das Ding so bauen, dass das schwarze Kabel nach unten weg kann. Das heißt, ich könnte ihn maximal hier oben hin. Nein, müsste ja von der Seite weggehen. Ja, ich müsste quasi den Trafo musste ich hier oben hinbauen. Beziehungsweise hier unten hinbauen. Dann kann das Kabel nach unten weg und von oben müsste das Weiße kommen. Dann muss der Block aber auch weg. Das heißt, der müsste das von vorne so ein dünnes Pendel dagegen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Einfach damit wir auch mal eine. Ne? Die Wand ist ja so schon so leer. Kann man die Dinger auch irgendwie schnell abbauen? Nee. Kabel, Alter. Boah. Vielleicht mit dem Schwert, ne? Aber es gibt ja so manche Sachen, so wie Blätter zum Beispiel, die funktionieren dann am schnellsten, wenn du die mit einem Schwert abbaust. Muss ich jetzt aber auch erstmal rumprobieren, darauf habe ich echt keinen Bock. Oh, Sonne kommt raus, Halleluja. Was ist hier los? Kriegst du ja Panikattacken. So, genau, so ist gut. Dann kommen jetzt die beide hier weg. Das weiße Kabel kommt hier nach oben. Oh. Du musst dann auch noch weg. So, jetzt kommt das Kabel nach oben, dann nach da. Ich mache jetzt mal das schwarze Kabel. Achso, ist schon da. Ja, perfekt. Das heißt, ich kann dich direkt hier raufsetzen. Jetzt sagen 700. So, genau. Ja, direkt wieder leer gelutscht hier komplett. Der Ding braucht so viel Strom. So, und jetzt kommt da eine Platte vor. Da hatte ich ja letztens die Dinger abgebaut. Das heißt, wir müssen noch massig Platten haben. Was? Da oben. Jetzt schon wieder. Haben wir nicht? Haben wir die jetzt abgebaut? Oder hatten wir das, so, die Platten verwendet? Ah, gut. Dann nehmen wir halt doch jetzt einmal so noch. Gucken wir, wie es optisch aussieht. Ja, also wenn es natürlich so auch noch hochkant gedreht ist, sieht es natürlich richtig beschissen aus. Ansonsten könnte man es fast machen. Das, ich meine, man sieht zwar optisch, aber ist ja nicht so schlimm. Weil, ne? Ja, doch, so geht es sogar schon. Oder machen wir jetzt doch extra so eine Platten hier. Ach komm, wir machen so eine Platte. Das ist doch scheiße jetzt. Das haben wir gerade, Kobelstone natürlich bekommen. Auch eine sehr schöne Vermehrungsmethode, ne? So kriegen wir aus einem so Ding massig Kobelstone. Ja, ich mache jetzt einfach 16. Die sind dann nur jetzt nicht für Massenproduktion, sondern nur für optische Sachen, wo es halt optisch mehr Sinn macht, wirklich so dünn wie möglich zu arbeiten. So wie halt hier. Und dann auch, warum sind die Dinger so komisch rotiert? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Tada.
Okay, und jetzt haben wir nämlich hier auch Zugriff zu dem Transformator. Das ist geil. So, wie sieht's hier aus? Du bist noch nicht ganz fertig. Because der hier noch so lange braucht. So, genau, dann ist das erstmal soweit ordentlich hier. Kann man noch machen. So, und du bist jetzt aber bitte ausschalten. Damit die Maschinerie hier ein bisschen mehr Saft hat. Solange wie sie noch arbeitet. Ja. Du kannst weg. Und wenn wir da erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Weg, weg. Genau, die Dinger wollen wir später upgraden. Naja, ah, ich glaube, den ganzen Rotstein packe ich erstmal wieder ins Lager. Das mit dem Dach dauert jetzt doch noch ein bisschen länger als geplant. Wie immer. Ist ja nichts Neues hier. In unserer grenzenlosen Labidabität. Jütchen, Lager, ich komme. Also jetzt nicht so, nein, also ich meine jetzt, also. Bitte alle trocken bleiben. Siehst du, schon stockert das auch nicht mehr so extrem, wenn das Lager aktiv ist. Jetzt ist das richtig normal, kann man ganz normal weiterspielen. Ich weiß zwar gerade, dass die CPU-Last ein bisschen hochgegangen ist, aber es ist halt alles weit im grünen Bereich. Und nicht so, dass man direkt hier, weiß ich nur, 3 Bilder pro Sekunde hat. Pro Minute. Das ist so schon viel geiler. So, hier haben wir noch einen Kohlelegierungsofen. Hä, wir haben hier bereits noch einen Legierungsofen? Haben wir hier noch einen Legierungsofen? Da haben wir 2 gemacht? Ach, da kann der hier unten sogar bleiben. Ha, mal schauen wir mal an. Haben wir jetzt sogar noch eine Legierungs... Ach, Kohle-Legierungs... Alter, das Ding, jetzt reicht mir. Jetzt ist Feierabend hier. Weg. Endgültig Feierabend. Das Ding habe ich jetzt aus Glück auf die Palme gebracht, ja. Jetzt werden ja auch mal Konsequenzen durchgequenzt. Oder so ähnlich. So, jetzt sehe ich hoffentlich gleich mal bald mal fertig hier. Könnte ich ja bloß noch um Jahre handeln. Oh Mann, das dauert. So, mit dem Zeug, das wir bereits haben, können wir schon mal hier anfangen, ein bisschen was zu basteln. Das heißt... Ich mache erstmal 60. Ah ne, okay, machen wir 30, ja. So. Und dann brauchen wir noch Pipes. Die guten alten Pipes. Ach ja, und Edelstahl brauchen wir auch noch. Oh. Oh. Pipes. Was? Ach so, da. Alter. So, Edelstahl. Wir brauchen ja auch noch Edelstahl, richtig? Genau, Edelstahl machen. Da brauchen wir ja hier Kohlestoff, war das? Achso, da haben wir jetzt sogar noch massig von. Kohlestoff und Chrom. Ah, gut, dann machen wir. Wir brauchen erstmal, wie viel wollte ich jetzt? 3 Geräte? 3 Geräte wollte ich auch umsetzen, ne? Ne, doch 4 Geräte. Okay, heißt also, wir brauchen 4x 4 Upgrades. Das heißt, wir brauchen 4x Chrom. 4x Chrom. Das Chrom da. 1, 2, 3, 4. Boing. So.
Gut, da kann ich dich auch schon mal abbauen. Du bist dann auch bald mal fertig, hoffentlich. Also der arbeitet jetzt schon relativ schnell. Den bräuchte ich gar nicht upgraden. Wobei es auch immer darauf ankommt, was wir da gerade bauen. Ne? So. Die Sache ist, wie teilen wir das denn hier eigentlich auf? Also ich würde auf kurz oder lang doch schon hier wieder genauso anordnen wie da hinten. Das heißt hier unten erstmal, ich mache mal 4, ich mache mal 5. Das heißt ab hier kommen die anderen Geräte hin. Das heißt der Legierungsofen. Ja gut, die CNC-Maschine haben wir ja nicht. Da kommt dann da oben, die Zentrifuge zum Beispiel hin. Je nachdem. So, dann haben wir doch schon mal ordentlich hier so. Genau, der Bäckerreiter. Scheiße, müssen wir erstmal legieren. Meine Fresse. Die Sachen andauernd abbauen und wieder ranbauen. Sind bewegliche Geräte, die können das. So, so und so. Boah, mach da hinne. Yay. Sehr schön. Dankeschön. Das war auch dein letzter Arbeitsauftrag. Mehr hast du nicht mehr zu tun. Da möchte ich mal sagen, Ruhe und Frieden. So, genau. Hier brauchen wir Platz. Achso, hier siehst du, hier oben brauchen wir auch noch Platz. Hier kommt ja dann der andere, das andere Dings da muss hin. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's wie folgt. Also das hier kommt jeweils so. Das kommt dann immer so. Das kommt immer so. Das hier kommt immer so. Und jetzt kommt der da oben rein. Der da oben rein. Der da oben rein. Oh, der da oben rein. Perfektion. So, das haben wir innerhalb kürzester Zeit 4 Geräte gebaut. Ist das nicht geil? So, das ist der Kompressor. Nein, Schleifmaschine, Legierungsofen, Extrakt. Ach doch, Kompressor, ist richtig. Genau. Kompressor, genau. So, jetzt kommt hier der Legierungsofen. Schleifmaschine kam oben hin. Und der Extraktor kommt dahin. Geilomato. So, mit den Anschlüssen soll es auch überall geklappt haben. Genau, das ist perfekt. Wäre jetzt witzig, wenn der jetzt hier an beides angeschlossen wäre. Wobei das eher scheiße als witzig wäre. So. Tada! Unsere MV-Station ist einsatzbereit. Yay! Wir haben alles als MV. Ist das nicht genial? So, das heißt, hier kann es eigentlich alles weg. Also abgeschaltet werden. Hier braucht man nichts mehr. So, machen wir mal hier wieder zu. Das sieht ja hier aus wie bei mir zu Hause. Bam. Und dann würde ich mal sagen, kannst du jetzt endgültig eingeschalten werden? Jo. Ist doch geil. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Jütchen. Dann soll es jetzt damit auch erstmal gewesen sein mit der MV-Anlage. Und wir gucken jetzt in der nächsten Folge erstmal mal wieder ein bisschen in die Röhre, wir sagen in die Höhle. Ja. Mal wieder hier unsere Kiste auffüllen. Die ist ja jetzt komplett zerbombt. Also wir brauchen auf jeden Fall Chrom, naja. Zink brauchen wir tatsächlich auch gar nicht so viel. Aber halt vor allen Dingen halt Kupfer und Eisen. Das hat echt gelitten. Kupfer und Eisen hat Arsch gelitten. Und auch Kohle. Da haben wir auch gerade noch 4 Stacks. Dass ich bei den Dingern tatsächlich mal irgendwann mal so am Minimum kratzen würde, hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber sowas von nie im Leben. Hä? Was heißt das? Ach man, nicht Zink. Du Hornochse. Ochse. Ochse gibt's gar nicht.
So. Ja. Also mindestens hier fünf Felder, das sollte mindestens drin sein. Alles andere ist nicht vertretbar. Und wie wir gesehen haben, wir brauchen auch Kupfer. Wir brauchen scheiße viel Kupfer. So, was haben wir noch viel verbraucht? Oh, eigentlich, na gut, Lead. Die Sache ist, Lead brauchen wir jetzt in dem Sinne nicht mehr, weil Lead brauchen wir wirklich nur für die Batterien. Und da haben wir jetzt alles. Das heißt, Lead, wenn wir es finden, können wir es auch mitnehmen. Aber jetzt gezielt danach suchen müssen wir nicht. Aber mal gucken, was wir noch so. Aber wie gesagt, also Zinn und Zink haben wir. Na, Zink können wir auf jeden Fall nur mitnehmen. Was finden. Ja, also quasi das, was am wichtigsten sind, sind so die Grundsachen. Kohle, Eisen und Kupfer. So die ganzen Grundelemente. Diese ganz einfachen, stupiden Dinger. Es wäre natürlich, wie gesagt, noch geil, wenn wir auch langsam mal auf Uran stoßen würden. Da könnten wir langsam mal hier anfangen mit. Ach ja, siehst du, apropos Uran. Nein. Jet-Core-Prozess. Okay, interessant. Genau, brauchen wir auch bloß Bronze, Zink und Edelstahl. Ja, und Edelstahl ist ja, ne, ist ja einfach Stahl und Chrom. Also da brauchen wir auch nichts Besonderes, was jetzt irgendwie super besonders wäre. Das geht tatsächlich eigentlich. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir es mal fertig. Wir brauchen auf jeden Fall Verpflegung. Haben wir. Dann brauchen wir noch Fackeln. Dann nehme ich erstmal die paar mit, die wir hier noch haben. Ansonsten können wir uns ja später noch selber welche bauen. Dafür brauchen wir aber Holz. Dann. Mehr eigentlich nicht. Ich nehme höchstens mal noch einen Wassereimer mit, falls wir auf Lava treffen sollten. Noch irgendwas? Ach so, ja, hier Seil. Ja, doch, her damit. Nee, mehr eigentlich nicht. Mehr eigentlich nicht. Gut. Das heißt denn also, du kommst immer nach links. Du kommst nach da. Werkzeuge. Wie sieht's aus mit Schwertern? Falls wir auf böse Monster treffen sollten. So, und natürlich noch eine Schippe. Achso, siehst du, da können wir noch ein bisschen Regenbogenohr mitnehmen. Weil, ne? Die Spitzhacke, die wir haben, wird uns lange reichen und auch die Spitzhacken, die wir noch bauen werden, wenn nicht lange halten. So, jetzt sollten wir mal wirklich alles haben. Okay, dann muss ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's auf in die bunte Welt der Höhle. Oh, die Waldfee. Der ist überhaupt. Ja, na gut, dann bis zur nächsten Folge und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Bis dann.